Morgen ist Tag des Kaffees, ne? Und was könnte es anderes sein als Kaffee, ja? Und deswegen haben wir auch Günter Leiner und Michael Nirvarani eingeladen, damit wenigstens irgendjemand dem George Clooney hier ähnlich schaut. Warum zum Beispiel leckst du uns nicht am Ohr? Meine Frage. Ich möchte mal ganz besonders begrüßen. Eine Premiere. Nach 250, also heute 251. Folge, haben wir eine neue Dame im Team. Elli Kolditz ist bei uns. Warum ist in bestimmten Tequila- und Mezcal-Sorten ein Wurm in der Flasche? Es ist übrigens kein Wurm. Das ist vollkommen richtig. Eine Raupe. Eine Raupe. Genau, da sieht man es jetzt. Wenn die Raupe sich dann in einen Schmetterling verwandelt und der Schmetterling denkt sich, warum hab ich so Schädelweh? Na, oder wer die Raupen erwischt, muss in der Killer zahlen. Ja. Aber das ist nicht. Das ist, Nein, das ist ein ganz einfach. Wir werden alle sagen, genau. Genauso wie ich heute Vormittag. Ja. Ich werde, natürlich, das war's. Diese Raupe liegt mir auf der Zunge. Dass man messen kann, wenn man baut zu Hause Mauern, dann hat man normalerweise eine Waage. So eine Wasserwaage. Moment, jetzt wird's interessant. Jetzt. Und dadurch, dass ja Bauarbeiter bekanntlich gerne, ja. Nimmt man dann diese Flasche und wenn der Wurm in der Mitte ist, ist waagerecht.